Ja, Halloween steht vor der Tür. Und natürlich macht es, wie jedes Jahr, vielen am 31. Oktober unheimlich Freude, in andere Rollen zu schlüpfen. Ob Hexe, Sensenmann oder Zombie. Neben schauriger Kostümklassiker setzt sich seit einigen Jahren aber noch ein anderer Trend durch. Nämlich, sich wie angesagte Serienfiguren zu verkleiden. So wie zum Beispiel der Stranger Things Look im letzten Jahr. Dieses Jahr könnten vielleicht die Gruselserie Wednesday oder sogar der quietschbunte Barbie-Film Kostümideen liefern. Ob klassisch gruselig oder Serienstar, mal sehen. Wir lassen heute die Maskenbildner-Profis vom Stadttheater Pforzheim ans Werk. Und ich bin ganz gespannt, welch gruselige Gestalt ich gleich sein werde. Hi, hallo Vanessa. Schön, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank. Hast du denn schon eine Idee? Ja, ich habe schon eine Idee, aber ich verrate es noch nicht. Also, lassen wir uns überraschen. Maskenbildnerin Vanessa Heinrich gibt einige Tipps, wie der Grusellook auf jeden Fall gelingt. Dunkel geschminkte Augen sind auffällig und sorgen gleichzeitig für einen düsteren Blick. Dazu helle Haut und stark übertriebene dunkle Konturen. Und für den Wow-Effekt sorgt natürlich, genau, Kunstblut. Maskenbildnerin Vanessa hat sich, wie ich finde, für diesen sehr coolen Look entschieden. Halloween kann für mich jedenfalls kommen. Vielleicht ja auch eine Inspiration für euch da draußen. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Kostüme. Lasst uns teilhaben und schickt uns eure Fotos entweder über Insta oder per Mail an internet@pz-news.de. Wir wünschen euch ein schaurig schönes Halloween.